Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Und ich habe schon wieder mein Glas vergessen, aber egal. Ich würde sagen, wir sagen nicht immer. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Okay, das erste Opfer. Was wissen wir darüber? Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Caspi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Caspi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt. Das Schwert um den Hals gehängt. Geil. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Oh, geil. Ich würde ja erstmal ein Foto machen, das dann in meine geheime, private, geile Leichenbank packen. Und dann davon berichten, dass etwas Schlimmes passiert ist. Das zweite Opfer erzählt mir mehr. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon de Lac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Okay. Ramon de Lac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Vor 12 Jahren, das ist aber schon lange her. De Lac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die Opfer waren beide ältere Ritter. Wow. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter de la Croix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen.
Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Okay, die Opfer hatten ja viele Gemeinsamkeiten. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte? Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Okay. Warum gerade diese Tugenden? Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Ja, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit. Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Methon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Methon de Perrac-Perron das nächste Opfer ist? Methon kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perron, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Ritterschar, was heißt das? Also was das heißt, das weiß ich, aber mich interessiert, wer dann der Fünfte ist. Weil, wenn Perrac-Perron jetzt als nächstes dran glaubt, muss es ja noch einen Fünften geben, der dran glauben muss. Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Wir müssen Methon finden. Gnädige Herrin, wir müssen Methon finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Wie lässt man durch diskret einen Garten durchsuchen? Mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Ich hab Plötze. Mann. Nee, Frau. Immer diese komischen Leute hier. Nee, nee.
Sie eskaliert. Oh, ist die geil, Alter. Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib Acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Das ist mal eine Herrin, Leute. Hey, das ist Seide. Pass doch auf. Gib mir das. Wenn der Mörder das jetzt mitgekriegt hat, dass wir jetzt kommen, dann muss es einer gewesen sein, der unsere Unterhaltung jetzt gerade mitbekommen hat. Da bin ich mal gespannt. Ja, nee, das Ladebildschirm, super geil. Aber das sieht so toll aus, dieses ganze Schloss. Ich möchte da auf jeden Fall hoch und mir das angucken. Ich meine, wenn wir diese Sache erledigt haben, dann können wir ja, also wir können ja so oder so schon da reinspazieren und tun, was wir wollen, aber dann erst recht. Mensch, du kannst die Schwierigkeitsstufe im Optionsmenü ändern. Wow, in welchem Spiel kann man das nicht? Also es gibt bestimmt einige. Lol. Schneller, Geralt, reite wie der Wind. Zu Hause. Reite wie der Wind. Alter, wenn eine deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Okay. Hallo! Mach den Weg frei, sage ich! Gehört das zum Spiel, ja. Die nackte oder halbnackte Herzogin, also damals war das ja ein Pearl Family. Hier ist es, gleich um die Ecke! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Oder es ist schon zu spät, vielleicht. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Vielleicht ist sie auch dieses Biest. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Ja, dann ist ja kein Problem. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Ja, ist ja kein Problem. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Miltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Wieso verdächtig, die Alte? Ups. Das war super, ne? Also das war echt genial. Ich bin echt super. Scheiße. Das, ja. Ich sag dazu nichts weiter. Hallo Lenny, süßer, na? Bitte, Ladebildschirm, geh jetzt einfach weg, ja? Geh einfach weg, ich mach das nochmal, dann hat's keiner gemerkt. Ach, das ist herrlich. Ich sterbe nicht in Kämpfen, nein. Ich sterbe, weil ich einfach zu dumm bin, über Mauern zu gehen. Bitte, Spiel. Hoffentlich müssen wir nicht so viel nochmal neu machen. Aber es wird ja viel Auto gespeichert.
Ja, perfekt, oder? Okay, ich gehe jetzt mal den normalen Weg. Ein Fiorano von 1290. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Dann müssen wir beim Wasser suchen. Da gibt es keine Verstecke. Der Recke der Herzogin. Gefällt euch das Spiel? Gefällt euch das Spiel? Lauf, Geralt, lauf! Ich folge ihr einfach. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Oh. Es war so klar, es war so klar. Finde ein Leckerchen für das Einhorn. Okay, die Blüten waren schon mal nicht. Ups. War das eine Katze? Oh Gott. Ah. Plötze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Das ist gegen die Regeln. Hallo? Gehst du mal bitte schneller? Ja, also mit der Geschwindigkeit retten wir ganz bestimmt Miltor, ich sag dir das. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Das ist gerade voll umgecrashed. Ruhig. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Mit dem Einhorn. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Bitte schon das Einhorn, meine Freunde. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Vielleicht ist das das Richtige? Für Bauern vielleicht. Das sieht sehr verdächtig aus. Naschwerk. Trophy. Ich wette, es ist im letzten drin. Naschwerk. Es ist immer im letzten drin. Hey, warte. Halt, es ist wichtig. Müssen wir den jetzt jagen? Bitte nicht. König Cormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann oder jene Frau,
der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Geralt ist einfach dem die Bombe, ey. Ist das gut. Okay, wir machen jetzt eine kurze Pause. Hier ist so geil. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.